Kommt echt Verstärkung. So, du. Schieß auf die Sphinx. Vor allem, sollen wir dahin gehen oder sollen wir hier runter? Weiß ja nicht. Du. Axt. Axt. Da. Ein Lebenspunkt. Ja, komm, Trantin. Messer. Oh. Du dahin. Und beenden. Also diese Sphinx-Dinger sind absolut kein Problem mehr. Die können wir mit allen Nahkampfwaffen machen, ohne überhaupt einmal Schaden zu bekommen. Aber die Viecher hier unten, die da, die haben dezent mehr Lebenspunkte. Bis wo kommst du? Bis da. Also kannst du dich da hinstellen, du da hinstellen. Das war verklickt. Okay, du da hinstellen. Du hinterher. So. Du dahin. Axt. Du dahin. Messer. 7 Schadenspunkte. Ja, das müsstest du hinbekommen, sogar von vorne. Da. Da, push. Ja. Du da lang. Es sind immer noch die gleichen zwei. Also es kam nicht vor kurzem neue Verstärkung. Aber das Ding auf deren Rücken, ich glaube, die konnten doch irgendwie schießen. Also ich sollte vorsichtig sein, wo ich die Leute hinstelle. Also nicht zu nah beieinander. Also immer so ein 9x9 Feld, immer nur einen drauf. So, nee. So nicht. Aber es passt schon. Ja, schießt doch nicht. So, du hast 70 Leben. Könnten die einfach pieksen. So, erstmal Ovich. Feuer. Schon hat er nur noch 40 Leben. Und kriegt nächste Runde 15 Schaden. Du, hau. Ja, das kommt hin, glaube ich. Du stellst dich mal dahin. Du stellst dich mal dahin. Messer. Auf den. Auf den Sinner. Bam. Wow. Okay. Das war rabiat. Zu beenden. Von wegen zur Treppe laufen. Nix da. Wir prügeln einfach alles tot. Stellt sich dahin. Du da, du da. Du gehst ein bisschen seitlich, damit du von der Seite hauen kannst. Zu beenden. So, haben wir Flammenwerfer? Nein. Das ist schon mal nicht so schön. Dann halt Axt und wir kriegen einmal Nahkampfschaden. Das ist auch nicht so. Nicht so wild. Du da. Nee, warte mal, dahinter. Jo. Bam. So, jetzt hau Ovich und krieg einen Gegenangriff. Ja, danke. Ach, der hat eine Säge dazwischen sich. Okay. Du. Dahin, Messer. Du. Dahin, Keule. Komm, 9 Schaden ist. Ja. Ist machbar. Schließen. So, was war das jetzt mit der Leiter, der Treppe dahin? Oh, noch eine Kiste. Sehr komisch. Na gut, du fütter nochmal einen der Jungs. Du gehst runter, öffnest die Kiste. Brechstange. Jackpot!
Alles nehmen, stundenlang verteilen. So. Du kriegst 4 Schuss. Du kriegst mehr Schuss. Sind das jetzt 19? Also warum hast du 19 Schuss fürs Gewehr? So, 17, 15, 13. Die andere Munition, genau, die Schrotmunition kommt zu Ovic komplett. Pistolenmunition müsste eigentlich... Nee, Ovic nicht. Ja, verteil die mal. Also, 5 an Ovic. 8 an dich. So, 14 Schuss, 12 Schuss. 13 Schuss, 13 Schuss. Gut. Bandagen und Zeug. Könntest du Ovic noch eingeben und du ihm ein Pflaster. Nahrung wieder ihr. So. Du. Nächste Kiste. Da war noch eine Kiste. Öffnen. Wodkaflasche, Uzi-Munition, Heilsalbe und Nahrung. Wenn in Spielen mir viel Munition und Heilzeug gegeben wird, heißt das normalerweise, dass ein Bosskampf kommt. Und da hier 3 Kisten schon sind, mit viel zu viel wirklich gutem Zeug, kann das nicht gut enden. Eine Granate an dich. Ein Molotow-Cocktail an dich. Ein Molotow-Cocktail an dich. Ein Molotow-Cocktail an dich. Was macht eine Wodkaflasche? Große Flasche mit hochprozentigem osteuropäischer Produktion. Maximaler Schaden 5. Maximaler Schaden 15. Okay. Heiser macht 50. Ein an dich. So. Also Heilzeug. Absolut kein Problem mehr. Was macht die Kommode? Matrix-Disk. Nehmen. Oh. Okay. Ein bisschen aus wie ein Nasenbär. Na, wen haben wir denn da? Reizend! Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Denken Sie daran, was Sie in der Ausbildung gelernt haben, und Sie werden es überleben, Trontin. Okay. Fatman. Und er hupt. Okay, dann hupen wir mal in seine Richtung. Ich hoffe mal, das Ding da ist Deckung. Sollten aber nicht alle im Entenmarsch gehen. Versteck dich mal dahinter. Okay. Du, dahinter, das Ding könnte Deckung sein. Ich guck mal ganz kurz. Molotow? Nö. Kann ich nicht durchschießen. Okay, das Ding ist Deckung. Du dahin. Du dahin. Du läufst doch wieder dahin, weil du von da aus niemanden angreifen kannst. So, jetzt geht's los. Du. Warte mal. Das ist ein Boss, also können wir ruhig einen Napalm benutzen.
Ein Schritt vor. Flop. Nimmt schon mal Feuerschaden. Zurück in Deckung. Du wartest einfach hier. Du guckst mal, ob man da um die Ecke gehen kann. Du gehst näher ran, dass du im Notfall auch helfen kannst mit Betäuben eventuell. Sind Schaden. Nope. Verstärkung. Bisschen Verstärkung, ja. Du... Ganz normales Gewehr, oder? Granate? Ne, ist zu weit auseinander. Ja, Gewehr. Wo ist das Gewehr? Da ist das Gewehr. Hound. Waffenskill verbessert. Zieh ich mal zurück. Hovic. Und auch das Gewehr. Schießt auf den Hound. Schießt daneben, weil er nicht schießen kann, ja. Und machst einen Schritt zurück. Da kommen die Hounds hoffentlich beide näher ran. Und er kann nächste Runde Flammenwerfer benutzen. Und sie geht dahin, damit sie eventuell Fatman, wenn er weiter runter geht, betäuben kann. Kannst du da rumgehen? Ja, anscheinend, aber solltest du jetzt nicht. Mach mal einen Schritt vor. Ja, er könnte dahin gehen. Okay, da bleibst du in Lauerstellung. Das ist wieder schön Schaden. Oh. Ja, perfekt. Sehr gut. Ovic, Flammenwerfer. Der ist nicht so ohne tot. Okay, du. Hound, da. Jo. Okay, den haben wir nächste Runde auch. So, du brennst immer noch. Könnte Trantini irgendwas machen? Könnte sie nochmal anzünden? Könnte sie eine Granate raufschmeißen? Nee. Du schießt einmal auf Hetman. Und läufst danach weg. Warte mal, Ovic könnte noch einen Schritt vorgehen. Du gehst da um die Ecke. Dann warten wir. Weil ich weiß nicht, ob er da links durchpasst. Ist tot. Er hätte links durchgepasst, okay. So, du gehst einen Schritt nach unten, schießt auf. Nein, das war nicht Hound. Das war der Fußboden. Ja. Ach, wir haben neue Gewehrmunition, ne? Also Schrotflintenmunition. Schieß mal auf den so. Jo. Wo kannst du hin? Du kannst nur dahin. Ovic, geh mal näher ran. Du gehst wieder dahin. Du gehst näher ran. Also bisher ist der Boss ziemlich einfach. Der läuft nur hin und her und brennt. Ja, und der hat tierisch viele Lebenspunkte, das stimmt wohl. Also wir betäuben ihn jetzt. Du läufst jetzt einfach schnurstracks auf ihn zu. Weil du kennst keine Furcht und du fühlst ihn. Ja, sehr gut. Du läufst dahin und jetzt hacken wir drei Runden lang auf ihn ein und hoffen, dass es reicht. Zusammen mit dem Feuer.